zeige euch in diesem Video, wie man den Tacho vom Renault Scenic reparieren kann. Bekannter Fehler, Zündung ein, der Tacho bleibt komplett dunkel, es passiert gar nichts, Auto fährt, aber man hat halt keine einzige Anzeige. Ich habe hier den fertig ausgebauten Tacho bereits auf dem Tisch liegen und als nächstes müssen wir jetzt hier vorne die Glas- oder Kunststoffblende erstmal lösen. Dazu muss man hier diese ganzen Schrauben einmal ringsum lösen. Ich habe das hier schon mal angefangen. Haben wir noch zwei Stück über. So. Jetzt kann man hier die Kunststofffrontscheibe abnehmen. Und dann sieht man schon, dass halb zerlegte Innenleben. Um jetzt an die Platine dran zu kommen, muss man hier einen Schraubenzieher rein. Einmal hier. Dann haben wir hier unten noch zwei. Und hier. So, dann können wir diese Blende hier auch noch abnehmen. Da haben wir jetzt schon fast das Innenleben freigelegt. Als nächstes kann man jetzt hier diese Platine aus dem Gehäuse rausnehmen. Das Gehäuse legen wir mal zur Seite. So, jetzt zeige ich mal, was man machen muss, um hier diesen Fehler zu beheben. Er hat hier ein großes und ein kleines Display. Es ist kein LCD-Display, es ist ein sogenanntes Fluoreszenz-Display. Das heißt, es funktioniert ähnlich wie damals die Röhren in der Röhrentechnik, ähnlich diesen magischen Augen. Ist hier auch eine Leuchtschicht aufgetragen. Das Display wird beheizt, es gibt eine Anode, es gibt eine Kathode und halt die Ansteuerung der einzelnen Segmente, die man hier unten sieht. Und um das auszubauen, muss man sich erstmal die Rückseite anschauen. Da hat er hier, wo ich meinen Finger jetzt hinbewege, einmal dort. Und einmal dort sind ein paar Lötstellen, die habe ich hier schon freigelegt. Die macht man dann mit ein bisschen Entlötlitze ab, sodass die sauber sind. Dann kann man den Tacho oder die Platine mehr oder weniger hier umdrehen. Und dann kann man dieses Display mit ein bisschen Feingefühl vorsichtig abklipsen. So, jetzt hat man es schon freigelegt. So, vorsichtig beim Hochbiegen, sonst brechen die Kontakte auf der Rückseite ab. Aber eigentlich ist es ganz stabil. So, wenn wir jetzt mal näher rangehen, ich weiß nicht, ob man sehen kann, da hat er hier von der Spitze des Schraubenziehers eine kleine Sicherung. Die ist kaputt. Dann schaut man sich diese Spule hier an, ob die auf der Rückseite von der Platine kalte Lötstellen hat, gegebenenfalls nachlöten. Und wenn die Sicherung hier kaputt ist, ist garantiert noch ein Bauteil kaputt. Und zwar sieht man hier den MOSFET. Der MOSFET ist für das Schaltnetzteil. Er hat also hier ein Schaltnetzteil drin. Man sieht hier im Hintergrund den Transformator. Da tagt also quasi die eingehenden 12 Volt und hat dann auf der Ausgangsseite mehrere Gleichspannungen, unter anderem auch die Heizspannung fürs Display und die Anodenspannung und die Kathodenspannung fürs Display. Wenn ihr das schon mal auseinandergenommen habt, schaut euch auf jeden Fall hier im Bereich dieser Widerstände die Lötstellen an, ob hier durch Hitze oder ähnliches sich schon ein Teil des Lötzins oder der Leiterbahn abgelöst hat. Gegebenenfalls nachlöten, auch wichtig im Hintergrund hier an dem Transformator die Anschlüsse kontrollieren. Hier auf der anderen Seite auch, ob die alle gut verlötet sind. Gegebenenfalls vorsichtig mit ein bisschen Lötzinn nachlöten. Ja, wichtig ist halt den MOSFET und die Sicherung austauschen. Die gehen meistens kaputt. Ich habe das hier in diesem Gerät schon mal vorher getestet mit dem Testgerät. Der MOSFET hier hat eine Unterbrechung und die Sicherung ist durchgebrannt. Ich gehe mal davon aus,
dass er einfach an Hitzetod gestorben ist. Ich habe jetzt hier den MOSFET, bei dem handelt es sich um einen IRF3710, ausgebaut. Den bekommt man, ja gut, Internet logischerweise, oder halt auch bei diversen Elektronikfirmen wie Reichelt, Simons oder ELV. Haben wir eine Internetseite, kann man die Dinger bestellen für ein paar Cent. Ja, den neuen habe ich hier liegen, muss man hier oben ein bisschen was abfeilen, damit er hier reinpasst, die Beinchen dementsprechend umbiegen. Den legt man dann hier drauf. Dann lötet man den wieder fest. Hier. Da. Dann ziehen wir hier das Lötzinn flüssig rüber. Wackelt dann noch ein bisschen. Ist wieder fest. Ja, ich habe jetzt hier diese Spule ausgebaut. Die sitzt hier, damit man ein bisschen Platz hat zum Arbeiten. Die stecken wir einfach wieder rein, löten die von unten fest. Dann löten wir hier noch eine neue Sicherung ein. Ja, und dann kann man den ganzen Kram wieder zusammenbauen. Display festlöten und das Gehäuse wieder zusammenbauen.